Hallihallo und herzlich willkommen. Ich bin Lars Peter Lugen, das ist die Alexandra. Ja, hallo. Es geht heute darum, dass die meisten Leute in Deutschland jetzt mittlerweile Angst haben, in die Klinik zu müssen. Ja? Wir haben vor zwei Tagen, glaube ich, zwei Horrorstories. Wir beschränken uns mal auf die zweite Horrorstory, weil die sich auch ein bisschen deckt mit etwas, was dir mal passiert ist in der Klinik. Einer unserer Zuschauer hatte starke Schmerzen im Bauchraum, ist in die Notaufnahme gefahren, alleine. Ja? Ich glaube, mit dem Taxi wahrscheinlich, er hat nämlich kein Auto. Und ist da vorstellig geworden und gesagt, ich habe ganz schlimme Schmerzen hier links, ich weiß nicht, was los ist, irgendwas tut so wahnsinnig weh. Ja? Dann ist er auch relativ schnell drangekommen. Am Abend davor war er nämlich mit seiner Mutter da und da musste er 6 Stunden warten. Also es war ein Tag drauf. Er kam relativ schnell dran und dann kam ein Arzt rein und fing da an, hallo, guten Tag, ja, ich untersuche Sie jetzt gleich. Und der machte so einen etwas hilfloseren Eindruck, der Arzt. Und unser Zuschauer ist auch quasi zusatzversichert bei einer guten Krankenkasse und hat halt quasi auch, wird Chefarzt bezahlt, Oberarzt bezahlt. Er hat ganz ordentlich gefragt, sind Sie denn Facharzt oder Oberarzt? Ich habe eine private Krankenversicherung. Und da hat der Mann dann gesagt, ich bin nur der Assistenzarzt. Ja. Er hat gesagt, ja, ich habe ja die Versicherung, also wenn das irgendwie ginge, wäre es halt toll, wenn mich ein Facharzt oder ein Oberarzt untersuchen könnte. Und dann drehte sich dieser Assistenzarzt um und sagt, ja, die sind gerade in der OP, die kommen vielleicht in 4-5 Stunden raus. Ist einfach rausgegangen. Und der hat ihm dann zurückgerufen, hey, Moment, also war das ja nicht gemeint, ich wollte nur sagen, dass ich das halt bezahlt bekomme, ist doch wichtig. Und dann hat der Typ sich dann geweigert, ihn zu untersuchen. Ja, er war ganz nett und respektvoll, aber der Arzt hatte dann einfach gesagt, er wäre beleidigt worden und hat sich geweigert, ihn zu untersuchen. Und er lag dann da mit Schmerzen im Bauch und keiner hat sich um ihn gekümmert. Und der Arzt hat halt gesagt, nö, mach ich nicht. Ja. Und hat sich dann unser Zuschauer beschwert bei den Pflegerinnen und bei den Aufnahmen und sowas. Aber die haben gesagt, ja gut, wir können jetzt auch nichts machen und so. Müssen sie halt Beschwerde einreichen und so. Und dann ist er dann irgendwie nach ein paar Stunden wieder abgezogen, mit Stimmenschmerzen am nächsten Tag zu seinem Hausarzt gegangen. Der hat dann festgestellt, dass er eine Darmentzündung hat, eine heftige, hat jetzt spezielle Medikamente dafür bekommen und hat das abgetastet bekommen. Er hat auch gemeint, das ist eine Unmöglichkeit. Und das passiert oft in Krankenhäusern. Und sowas ist uns auch schon vor einigen Jahren passiert, als unsere Tochter geboren wurde. Vielleicht kannst du es in 2-3 Sätzen kurz zusammenfassen. Ja, es kam auch eine Ärztin rein, die sich nicht vorstellt, die sich weder die Hände desinfiziert hat, nachdem sie sich die Nase geputzt hat, noch nachdem sie telefoniert hat, dann meine Tochter untersucht hat oder unsere Tochter untersucht hat und dann was gemacht hat, was ja unqualifiziert war und ich sie dann auch dann gefragt habe, warum sie das macht und dann wurde sie pumpig und hat mich gefragt, was denn mein Problem wäre und dann habe ich gesagt, ja, dass ich das Gefühl habe, sie sind inkompetent. Also ich meine, wenn sie mich fragt, muss ich mit der Antwort rechnen und und dann hat sie mich voll angeschrien und hat gesagt, ich soll jetzt sofort mein Kind nehmen und hier verschwinden. Und dann habe ich gesagt, ja, ich werde meine Tochter schon noch anziehen. Ne? Es ist kalt draußen, es ist Winter. Und die war auch unmöglich. Ich habe aber auch dann von einer Freundin erfahren, die bei der Ärztin auch war, dass sie die gleichen Probleme hatte. Ja. Da wird man jetzt sagen, müssen sich nur genug Leute beschweren, dann werden die Leute rausgeschmissen. Nein, dem ist nicht so. Wir haben einen starken Fachkräftemangel. Mhm. Wir haben eh kaum noch deutsche Ärzte in den Krankenhäusern, weil es einfach keine gibt. Mhm. Ja, da wird viel aus dem Ausland dazu gebucht. Die sind dann oft auch noch ein bisschen netter vielleicht. Ja. Vielleicht gibt es da auch dann Kommunikationsschwierigkeiten. Aber es ist halt so, dass das System zusammenbricht. Ich habe gerade beim NDR einen Artikel gefunden, die Pleitewelle droht. Ja. Die Krankenhäuser in Niedersachsen haben alle rote Zahlen, die sind kurz vorm Schließen, protestieren, versuchen darauf aufmerksam zu machen, dass es die bald nicht mehr gibt. Ja. Und es wird nichts getan. Also das Gesundheitssystem bricht zusammen und unser Zuschauer hat auch gemeint, die Leute sind komplett, er kann es auch verstehen, die sind überarbeitet, die sind alleine. Da ist dieser Assistenzarzt der Einzige, der greifbar war in der Notaufnahme. Ja? Die Kollegen waren dann irgendwie in der OP. Gut, schön, aber da muss man mehr als ein Arzt sein. Ja? Und es ist einfach, also wenn euch was passiert, könnt ihr Glück haben und ihr habt ein gutes Timing, dann sind vielleicht gerade die Leute da. Es ist nicht so viel los. Wenn ihr Pech habt, wartet ihr Stunden um Stunden um Stunden und kommt nicht dran und werdet nicht behandelt. Und das ist total heftig. Ja, da sind wir wieder beim Thema Rettungswagen. Ne? Das ist halt, die werden bevorzugt behandelt. Ich will es nochmal sagen. Ich saß mit meinem einen Sohn mal 8 Stunden in der Notaufnahme. Der hatte 2 gebrochene Arme. Und wir mussten da warten, weil eben immer wieder Rettungswagen reinkamen, die bevorzugt behandelt worden sind.
sind. Ich weiß, es ist auch ein Problem, dass es in manchen Regionen so ist, dass man auch auf den Rettungswagen relativ lang wartet. Aber gemessen an der Zeit, die ihr dann vielleicht in der Notaufnahme sitzt und wirklich Schmerzen habt oder Probleme habt. Also ich hatte da auch mitgekriegt, da war ein junger Mann, der mit seiner kleinen Schwester da war, der ist auch fast ausgeflippt, weil sie eine offene Wunde hatte am Fuß und ja einfach nicht versorgt worden ist. Genau. Ich hatte bei ein paar Leuten in den Kommentaren bei uns gelesen, dass die Leute geschrieben haben, ja, man kann nicht immer gleich den Notarzt rufen oder den Rettungswagen. Ja, es geht halt darum, was ist es, ne? Mhm. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt oder habt euch, der Knochen steht raus, dann ruft bitte einen Rettungswagen, ja? Mhm. Ich kenne aber genügend Leute, die sagen, das ist das typisch Deutsche, Imtraut, ich fahre dich schnell nach Gießen ins Krankenhaus, das kriegen wir schon hin. Ja, ja wir gehen morgen früh zum Hausarzt, kenne ich auch, aus sehr nahen familiären Verhältnissen. Ah, du bist umgekippt, du bist ein bisschen benommen, nein, das gucken wir morgen mal beim beim Hausarzt, ja. Also es ist wirklich prekär, ja. Ihr könnt ja eure Horrorstories mal unten reinschreiben, wir haben da auch noch einige zu erzählen. Wir haben natürlich auch gute Erfahrungen gemacht mit Ärzten, aber muss halt sagen, wenn die Leute unterbesetzt sind, überfordert sind, teilweise die dritte Schicht hintereinander arbeiten, keinen Schlaf kriegen, dann haben die auch mal schlechte Laune.